Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial zu Pokémon Schwert und Schild, die Insel der Rüstung. Heute zeige ich euch, wie ihr Porygon bekommt, wie ihr mittels Rüstungserz die EVs eurer Pokémon komplett resetten könnt und wie ihr Pokémon, die ihr aus anderen Spielen übertragen habt, für Rangkämpfe in Pokémon Schwert und Schild benutzen könnt. Um Porygon zu bekommen, müsst ihr einfach ins Dojo gehen und mit dem Porygon von Hortensio sprechen. Dann erzählt er euch, dass Porygon so ein großartiger Fortschritt der Technik ist und im Anschluss schenkt er euch sein Porygon. Praktischerweise kommt dieses Porygon direkt mit der versteckten Fähigkeit Analyse. Das heißt, ihr seid nun bestens dafür vorbereitet, euch jedes Porygon-Set zu bauen, was ihr möchtet. Das Upgrade, um Porygon zu Porygon 2 zu entwickeln, erhaltet ihr vom Urgelmator, wenn ihr eine Aprikoko Gelb, ein Riesennugget, einen Riesenpilz und ein Sternenstück zur Synthese verwendet. Für die Dubio Disc, um Porygon 2 zu Porygon Z zu entwickeln, gibt es sicherlich auch ein ähnliches Rezept. Das ist mir bisher leider nicht bekannt. Es gibt allerdings auch eine Dubio-Disc auf der Rüstungsinsel zu finden. Dafür surft ihr einfach in Richtung des gigantischen Wylords, surft dann um es rum und auf einer kleinen Insel hinter dem Wylord versteckt liegt das Item Dubio-Disc. Als nächstes sprechen wir darüber, wie ihr für 10 Rüstungserz alle EVs eines Pokémon resetten könnt. Falls ihr nicht wisst, was EVs sind, ich habe ein relativ ausführliches Video dazu auf meinem Kanal, das packe ich euch mal in die Beschreibung. Auf einer kleinen Insel in der Nähe des Dojos findet ihr Madame Neuanfang und die erklärt euch, dass sie für 10 Rüstungserz einem Pokémon einen Neuanfang gewährleisten kann. Damit meint sie, dass sie alle EV-Punkte eines Pokémon resetten kann. Bisher musste man EV-Punkte mühselig mit einzelnen Beeren resetten, aber wenn man jetzt mal den EV-Split eines Pokémon komplett verhauen hat oder wenn man einfach das Pokémon komplett anders spielen möchte, kann man jetzt zu Madame Neuanfang gehen und da dem Pokémon einen Neuanfang geben. Und für die letzte Information dieses Videos müsst ihr von der Rüstungsinsel runter und in den Kampfturm. Da gibt es nämlich einen neuen NPC, bei dem ihr von nun an Pokémon, die ihr aus anderen Spielen übertragen habt, für Rangkämpfe in Pokémon Schwert und Schild bereit machen könnt. Der Haken an der Sache ist, wenn ihr auf diese Weise ein Pokémon für Rangkämpfe in Schwert und Schild verfügbar macht, vergisst es alle seine Attacken. Das heißt, jegliche Event-Moves oder sonstige Moves, die es nicht in Schwert und Schild erlernen kann, gehen dadurch verloren. Relevant wird diese neue Funktion vor allem für Terrakium, Kobalium und Viridium. Die drei Pokémon könnt ihr nämlich bisher nur über Pokémon Home auf Pokémon Schwert und Schild übertragen. Und ab dem 1. Juli sind diese Pokémon theoretisch in Rangkämpfen erlaubt. Das heißt, das ist die einzige Art und Weise, wie ihr Terrakium, Kobalium und Viridium für Rangkämpfe freischaltet. Aber das war's auch schon mit den Informationen in diesem kleinen Tutorial. Wenn euch dieses Video irgendwie weitergeholfen haben sollte, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Hier kommt in nächster Zeit sehr viel Pokémon-Content. Aber damit bin ich fürs Erste raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Haut rein!